Hi, ich bin in meiner Tiefgarage. Sehr lustiges Intro. Heute gibt es zum ersten Mal einen Tag von Edi Geller mit Sydney und Anton. Wir nehmen eine Fußball-Challenge auf. Erstmal wollte ich die Fußball-Challenge aufnehmen. Da ist mir aber aufgefallen, dass ich schon echt viele aufgenommen habe in letzter Zeit und dass Sydney keine hat. Und deswegen haben wir das getauscht. Ich nehme heute den Tag auf und Sydney nimmt die Fußball-Challenge auf. Damit ihr mal seht, wie so ein Tag von mir aussieht, wenn ich einfach so, was ich so mache. Ihr fragt immer, was ich mache. Ich war heute schon eine Wohnung angucken. Hau euch da mal ein paar Videos rein. Mit meinem Vater zusammen war ich da ein paar Wohnungen angucken. Oder eine. Jetzt ist es 13 Uhr. Wir haben die um 11 Uhr angeguckt und ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Übrigens, ich muss Ben bald abgeben, Freunde. Noch 2 Monate. Dann muss ich den Mann abgeben. Das ist so traurig. Der Mann war jetzt hier eine Woche lang in Griechenland. Ich war in Griechenland und der Mann war eine Woche lang nicht wirklich aktiv und es ist immer wieder cool. Coole Socke. Perfekt, musste nochmal hoch, hab meine Sonnenbrille vergessen. Jedes Mal vergesse ich irgendeine Scheiße. Das ist so dumm. Ey, auf jeden Fall lasst ein Like da, abonniert den Kanal kostenlos, was denn? So, der Mann ist jetzt da und hat ein sympathisches T-Shirt an. Und Sydney, der Knecht, ist nicht da, weil er ein hässlicher Knecht ist. Du kennst ihn noch nicht so lange, er ist nie pünktlich, der Wichser. Bro, er hat auch bis 14 Uhr oder so geschlafen. Ja, weil er ein Hartz-IV-Empfänger ist. Wir nehmen heute eine Fußball-Challenge auf für ihn und für Sydney. Könnt ihr gerne abchecken. Ich glaube, das kommt ungefähr gleichzeitig alles online. Wann soll denn das online kommen? Mir ist egal, Digga. Okay. Das wird ungefähr gleich auf jeden Fall online kommen. Ich filme die Challenge aber nicht ab, gebe euch nur ein paar Eindrücke. Danach gehen wir was essen. Yes. Und willst du mit ins Kino kommen? Kino geht heute Abend. Dann, ja, wenn du aber Hefte geht heute auch ins Kino heute Abend. Ach, er wohnt in Berlin? Geht ja auch auf dieses Event oder was? Was für ein Event? Da ist irgend so ein Event heute Abend. Da sind voll viele YouTuber, keine Ahnung. Nee, bei uns, nee. Wir wurden nicht gefragt, wir sind so irrelevant. So ein Schwachsinn, Alter. Ja, ich schwöre, wir wurden nicht gefragt. Also wir gucken Old im Zoopalast. Okay. Kino 3, 20 Uhr oder so. Okay. Davor gehen wir essen. Bist herzlich eingeladen. Bei Essen bin ich safe dabei, ja. Bist herzlich eingeladen. Sehr gut. So, da hinten ist der größte Knecht der ganzen Welt. Wirklich, wie kann man so ein hässlicher Knecht sein? Seit 8 Jahren kenne ich ihn und seit 8 Jahren kommt er zu spät. Guckt ihn euch an. Guck mal, wie dumm er ist. Das hier ist übrigens unser Torwart vom Blankenfelde. Mit einem Elevate-T-Shirt, sympathisch. Sympathische Nudel, ja. Sagen wir mal was? Jürgen, willst du jemanden grüßen? Ja, ich grüße dich. Ne? Und noch jemanden? Ja, weiß nicht. Blankenfelde. Du meinst Elevate, nicht Elevate. Ja, der sagt immer Elevate, das ist so Quatsch. Und der werde ich heute ein paar Dinger einzwiebeln. Ja, ey, cool, hey, dass ihr auf jeden Fall pünktlich kommt. Nice auf jeden Fall für den Support. Nice für den Support auf jeden Fall. Hey, nice, danke, dass du so pünktlich bist wieder. Hey, ja, cool. Ey, cool, dass du wieder pünktlich bist. Auf jeden Fall. Komm mal her, sind sie am Mackern, ne? Die U23. Zeig mal her, die U23. Zeig's mir. Ja, man sieht nichts. Wo ist Momo? Mori, ich schaue mich da mit dem Handgelenk, hä? Ja, ist giftig. Der Mann ist so ein giftiger Mann, ey. Eine giftige Nude. Ja, versprochen. Ich bleib trotzdem drauf. Soll ich dir einen Elevate geben? Nein, alles gut, alles gut. Ich kaufe. Du kaufst. Ich will euch unterstützen. Geht schwimmen, ja? Sehr gut, Jungs. Ja, habt ihr Badehose mit, ja? So. Machst du eine Challenge? Wir machen jetzt eine Challenge. Du warst ja schon mal bei mir dabei. Hast einen reingezwiebelt. Ja, aber. Von der Eckfahne. Druck vom Trainer. Wenn jetzt reinmachst. Seitdem nie wieder Einladung von dir bekommen. Ja, wenn du willst, kannst du nachher kurz rüberkommen. Hab ich dich vernichtet. Nein, ja, viel Spaß. Okay, City, meine Eli. Ey. Sehen uns, ja? Ciao. Dankeschön. So eine sympathische Nudel, Freunde. Da wird irgendwann so ein dreckiger Rechtsverteidiger von mir. Ich nenne ihn Leo. Oder ich nenne ihn irgendwie Matthias oder so. Ich nenne ihn Matze. So voll unsympathischer Rechtsverteidiger. Matze. Guck mal, da wird er hier sein. Hier wird er rumzwiebeln. Hä? Matze. Alles gut. Übrigens, ich werde gleich nicht mehr so viel filmen. Die beiden nämlich eine Fußball-Challenge auf, habe ich ja schon gesagt. Könnt ihr bei denen abchecken. Bei mir gibt es da was hinter den Kulissen. Eventuell lasse ich euch jetzt irgendeinen Spieler reinzwiebeln. Also haben wir echt die Rollen getauscht. Wir gehen danach noch was essen. Zu dem mit einem der besten Italiener in Berlin, meiner Meinung nach. Danach gehen wir ins Kino. Wir gucken Old. Okay. Haben wir schon die Karten? Nein, ne? Würde ich reservieren, weil der Film ist sehr am Hype. Und heute ist Donnerstag, der erste Tag. Doch, wirklich. Kein Witz. Das ist das Problem, wenn man mit Stars unterwegs ist. Alle wollen Bilder mit ihm. Hey. Ihr wisst es noch nicht, aber in 10 Jahren seid ihr in seinen Videos. U19 Bundesligaspieler. Macht eine Challenge mit mir. Ganz kurz, wisst ihr, wer das da ist? Runter! Jungs, ihr zwei. Ja, nein. Keine Antwort. Deine Mutter arbeitet. Jungs, schneller. Weißt du, wer das da ist? Ja, zweite Donauwall, ich kann mitarbeiten. Das ist kein Bild, das ist ein Video. Wisst ihr, wer das ist? Ja, es ist Elfriede. Woher kennst du ihn? Weil meine Mama hier arbeitet. Ah, würde ich mich. Heißt ja gar nicht. Wir nehmen gerade eine Fußball-Challenge auf. Keiner wollte ein Bild mit mir. Ihr wisst, ich bin Sebo Geller.
Ihr seid alle bald bei mir unter Vertrag. Ihr wisst es nur noch nicht. Damit ihr die Qualität merkt. Seht ihr jetzt leider nicht in dem Video, aber guckt euch den mal an. Den Elastico, ganz kurz mal. Nein, man sieht's nicht. Mach die Hand vom Sack, Junge. Junge, deine scheiß Hand! Ganz kurz, guck hier. So, mit Absicht. Zack, hast du gesehen, wie gut? Ich weiß nicht, ob es ganz drauf war. War nicht drauf? Vielleicht nicht, jetzt. So, hier, Schlaufe und dann nochmal neu. Junge, was ist denn dran so schwer? Ah, cool. Hast du gesehen? Dann noch einfach mal den. Eindrehen. Ja, nice. Wir nehmen jetzt hier eine Challenge auf für den Mann und für den Mann. Genau. Nicht mal für mich. Bei mir kommt so ein Tag im Leben eines Knechten. Das soll ich immer machen. Ja. So, wir sind gerade mitten dabei. Sind gleich fertig mit der Challenge. Haben so 3 Stunden oder so aufgenommen. 2,5. Videos von den beiden, wie gesagt, Tom, glaube ich, ungefähr zeigt euch. Ich glaube, der Vlog kommt ein bisschen später. Ich performe bis jetzt. Ist mäßig. Ist okay. In Ordnung. Ah! Ich merke das, ne? Das ist so ein Scheiß, Digga. Das Problem ist, Kreuzbandriss ist an sich scheiße. Aber danach geht's ja nach 8 Monaten oder so. Guck mal hier. Ganz kurz mal. Ne, machst du falsch. Nicht mit mir, hey. Das Problem ist, dass ich die Reha so verkackt habe. So, ich bin nie dahin gegangen und so. Und das merke ich jetzt so, selber schuld. So, wir sind fertig. Fußball-Challenge aufgenommen. Natürlich ist nicht jeder Tag so wie der heutige. Was habe ich denn bis jetzt gemacht? Wir waren frühmorgens Wohnung besichtigen. Da haue ich euch mal 2, 3 Videos rein. Aber hat mich nicht zu 100% abgeholt und war auch viel zu teuer und viel zu groß. Dann nach Hause, den Knechten angerufen. Einfach 7.000 Euro Miete. Ja, nice, 7.000. Was, echt jetzt? Mann, nein. Danach den Knechten geweckt. Das, ich du weck dich. Da. Ich weck dich mittlerweile ganz schön oft, ne? Ja, Junge. Letzten zwei. Ich rufe ihn um 13.30 Uhr an, Junge, nervt nicht. Dann Fußball-Challenge aufgenommen. Für ihn und für ihn. Und jetzt gehen wir was essen. Eine der besten Pizzerien in Berlin. Malafamena. Da chillen wir da unser Leben. Danach gehen wir vielleicht ein bisschen zum Kudamm. Er will immer ein Bubble Tea. Bubble Tea. Und dann gehen wir ins Kino. Das hier ist der Laden, Freunde. Malafamena. Super Laden. Ich warte jetzt auf die anderen Knechte. Erste freie Tisch ist deine. Dankeschön. Ich habe den Fisch, das Fisch für Sie und danach gibst du Elias, ne? Genau. Der Mann kennt mich auch. Ist okay, wenn ich ein Video aufnehme? Ja. Weil ich mache ein Video über die besten Pizzen in Berlin. Ja, ich habe gesehen auf deinem Film da. Eine der besten. Merkt ihr meine italienischen Qualitäten, ne? Buongiorno. Wo sind die Knechte? Mann, ich war noch gerade mit den Freunden. Ich sage euch ehrlich, die sind so krass. Die haben so einen heftigen Dachschaden. Auf jeden Fall zeige ich, dass hier so eine napoleonische Pizza. Das ist ein bisschen anders als die normalen Pizzen. Ich glaube, die, die sich ein bisschen auskennen, wissen Bescheid. Da so sehr kräftige Tomatensauce und nicht so viele Zutaten, aber die Zutaten, die die nehmen, die knallen richtig rein und der Teig ist richtig geil. Dann alle Berliner, kommt ihr hin, ist wirklich sehr voll immer. Ihr müsst da relativ früh am Start sein. Und Montag und Dienstag haben die, glaube ich, sogar zu. Also, das ist einmal die Speisekarte. Einmal die Bolognese bitte. Nein. Spaghetti Bolognese. Also, ich weiß nicht, ob die Spaghetti ist bestimmt auch gut, aber ihr müsst wirklich die Pizzen nehmen. Die Pizzen sind hier der absolute Wahnsinn. Ja. Und die Männer sind auch voll die Ehrenmänner. Die meinten, die hätten eigentlich keinen Platz, aber die haben hier uns da extra einen Stuhl und einen Tisch hingestellt, da die Männer Supporter sind. Der meinte so, oh, mein Sohn, guck dich. Grüße gehen raus an den Sohn. Kuss geht raus. Ich sage euch jetzt, was ich immer nehme. Ich nehme immer ganz klassisch Pizza Margherita mit extra, die sollen extra Knoblauch. Nee, extra Käse drauf machen. Weil hier ist, bei diesen Pizzen ist es so, das musst du wissen, da ist wirklich nicht so viel Käse drauf. Ich suche was Meeresfrüchtiges. Nein, Sydney, hör auf mit sowas. Hey! Oder wir nehmen 5 Pizzen und eine so für uns alle, wo jeder mal ein bisschen dran schnuppern kann. Ja, warte, ich gucke mir das mal an. Mir fällt gerade auf, ihr werdet zweimal die gleichen Dateien, glaube ich, sehen, weil der Part kommt jetzt auch in das Video mit den besten Foodspots, aber auch in dem heutigen Vlog. Hast du Büffel Mozzarella draufgemacht? Ja, ich mag Mozzarella. Und der Vibe sieht gerade, das sieht voll schön gerade aus hier so, da. Mit der Sonne und so. Voll cool. So, Vorspeisen sind angekommen. Das sind so, weiß ich nicht, italienische Kroketten. Das ist so eine kleine Vorspeise. Fragt mich auch nicht. Das ist er. Wirklich so ein fluffiger Teig. Guckt mal, wie fluffig der ist. Seht ihr, wie verflufft das steht Teig? Der Teig auch aus einzelnen Steinen? Ja, hier stehen auch einzelne Steine. Die Männer haben es noch nicht bekommen, schade. Oh Mann, nice. Ja, nice Pizza. Pizza fertig. Der Mann hat noch nicht aufgegessen. Der Mann hat aufgegessen, der Mann hat auch aufgegessen. War sehr cool. Meinung? Statement? War sehr cool. War okay. Du fandest auch Rühr okay. Was hast du Rühr gegeben? 7 von 10, ne? Nee, 8 von 10. Ich glaube, es war eine 7. Nee, 8 von 10. Hä, was für Rühreier? Ja, doch, Rühreier. Das doch. Rühreier. Mit Pasta mal. Okay. Und Sucuk. Gib mir ein Zeichen. Ja, geht los. Also, ja. Keine 0 auf 15 Pizza. War sehr gut. Ein bisschen saftig.
Ja, aber es kommt von Mozzarella. Aber trotzdem, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Pizza. Ja, also ihr müsst dafür auch ein Typ sein. Das ist nicht wie so eine normale Pizza. Das ist keine 0815 Pizza. Napoleonische. Naja, ist lecker. Hat echt italienischen Flair. Ja. So, wir sind jetzt hier. Wir sind fertig mit dem Essen. Gehen jetzt ins Kino. Ich weiß nicht, ob man mich hört. Wir gucken den Film Old. Der soll super sein. Ich bin gespannt. Sydney ist mal wieder nicht da. Hier haben wir Abonnenten getroffen. Ich bin Abonnent. Hier sind wieder Abonnenten. Das ist auch einer unserer Abonnenten. Element. Der Einzige, der uns supportet. Oh, und von Willi. Ja, das ist Support. Das ist echt Support. Schalt euch nachher auf dem Laufenden. Wir haben ein paar Storys aus. Ich darf ja den Film nicht zeigen oder so. Deswegen wird es da auch zum Kino und nochmal unsere Stimmen dazu geben. So. Wir haben hier Abonnenten getroffen, Freunde. Ich finde es immer wieder interessant, wie viele Abonnenten hier da sind. Glaube ich auch wieder Abonnenten. Ja, hier, nee, wahrscheinlich keine Jürgen Möger. Da hinten, da ist, mittlerweile ist echt krass. Ja. Die haben sich hier irgendwelche Sachen geholt. Was habt ihr euch geholt? Erzählt mal. Aber nicht von Elevate. Ja, ich brauche den für meine Einsatzwegen. Aber ihr merkt selber langsam, dass Quatsch ist. Keiner hat Elevate an. Ah ja, er ist Supporter. Digga, seit 8 Jahren kommt er zu spät. Da kommt er. Wo ist ein Auto oder sowas? Hat er sich jetzt echt einen Roller gekauft? Er ist so dumm, ich hasse ihn so doll. Freunde, seit 8 Jahren treffe ich mich mit ihm. Ich habe mich heute 3-mal mit ihm getroffen und er kommt 3-mal zu spät. Das musst du mal schaffen, Digga. So, wir sind drinnen. In 4 Minuten geht der Film los. Und guckt euch dieses Falschgeld hier an. In 4 Minuten geht der Film los. Stressiges Ding, ich muss gerade eine Karte kaufen, Leute. Jo, nice, ey, auf jeden Fall. Ich dachte, das hattest du für ihn schon geholt. Ich hab vergessen zu bezahlen. Auch gut, ey, auf jeden Fall. Ich bin da schon Profi drin. Guck mal, hopp, hopp. Ja. Nee, nicht 2, 31. Ja, nice. Hopp, hopp. 8 Säcke Cola. 8-mal Mykonos Cola. Nein, ich trinke nicht 2, Digga, ich muss Auto fahren nachher. Kino 3, lass ich mich nicht lumpen. Ich verpasse den Film auf jeden Fall nicht. Pech gehabt. Ich geh jetzt rein. Die Männer holen sich noch Fanta, Cola, weiß ich nicht was. Ich mach das nicht, Digga. Ich hol mir jetzt den Film. So, wir sind durch mit dem Film. Oh. Verrückte Nudel. Ganz verrückte Nudel, ja, der Film. Digga. Also, wir wollen nicht spoilern. Ich spoiler nicht. An alle, die das nicht angucken wollen, guckt ihn euch an. Ich fand den nicht mal scheiße. Ne? Also, ich fand, scheiße war er nicht. Er war nicht scheiße. Ist sehr so. Komplex. Ja, komplex. So, weiß ich nicht. Ist sehr. Musste auch ein bisschen Fantasie haben. Aber so an sich eine interessante Idee, sage ich euch ehrlich. Auch mit dem Ende und so. Interessante Idee. Kann man sich geben. Es ist jetzt 22 Uhr. Wir wissen jetzt nicht genau, was wir machen. Jo, nice, ey. Doch. Sag mal hier ein bisschen. Die View? Nein, das ist die Gedächtniskirche. Das ist die Kirche. Da ist Waldorf Astoria. Da ist Waldorf Astoria. Geworden früher. Ja, das doch. Motel One, glaube ich. Was noch für ein Wochentag? Donnerstag. Mittwoch, ne? Ne, Donnerstag. Ja, Donnerstag am Kudamm, weiß ich nicht. Es ist nicht so viel los auf jeden Fall. Zoopalast? Ich liebe es. Ich auch, Digga. Ich will eine Partnerschaft haben mit Zoopalast. Zoopalast, eins der coolsten. Kinos in Berlin. Also das coolste Kino wahrscheinlich sogar in Berlin. Das coolste Kino. Ja. Ist nicht richtig? Doch, aber nicht eins. Eins der coolsten Kinos? Weiß ich nicht. Und am 6.8. kommt übrigens unsere neue Kollektion, das T-Shirt. Wir haben wieder Jürgen Würger getroffen. Wollt ihr jemanden grüßen? Ich grüße meinen Bruder. Ah, Salam. Links, Serhat und Serka. Diesen Vlog? Ja. Walla. Walla. Evan? Das Original? Was? Tasche? Ja, komm, wir machen. Wie teuer ist dein Outfit? Erzähl mal. Meine Tasche ist original. Und deine Schuhe? Balenciaga? Auch original. Aber ja. Letztens, ich glaube, danke. Ja, sympathisch. Ey, sympathisch, sympathisch, sympathisch. Mach mal den Kopf. Hä? Mach mal den Kopf. Welches Kopfwippen? Mann, du weißt doch, wenn du diese Dings machst. Nee. FIFA, Karriere. Da machst du doch immer den. Kopf hoch, ey. Das? Nee, jetzt ist das Rose, Digga. Ja, nix, Jürgen. Ja, das ist gut, ey. Ah, ja, das ist gut. Also, es ist wirklich krass, Freunde, ich sag es immer wieder. Ja, was hast du denn für einen Döner geholt? Seddi? Ja, ich seh schon. Skala 1 bis 10? Ist gut, ist lecker. 8 von 10. Was? Warst du bei Rühren? Nein, noch nicht. Seddi ist gut. Ja, aber ist auch gut, das ist ein guter Laden. Erster Tag, ey, ich bin gerade erst angekommen. In Berlin, wo kommst du? Karlsruhe. Willst du jemanden grüßen? Jeder. Ich grüße Ali und Sean. Ah. Ali und Sean. Ja. Marcel, Max, cool. Basti. Hä, voll coole Zähne. Ja. Zeig mal deine Zähne. Hä? Doch cool. Tiefe Stimme, Digga. Ja. Wie alt bist du? 16. In 3 Jahren, alle Weiber werden sich bei dir melden. Dankeschön. Aber du hast nichts von Elevate, deswegen ist Quatsch. Ja.
Ja. Ist Hotel. Also, Freunde, ich sag's so, wie es ist. Man läuft mittlerweile, man läuft durch die Gegend, überall kommen dann, man, oh, okay, übertrieben. Es kommen sehr oft Abonnenten. Ist echt krass, aber wir machen immer gerne Fotos mit euch. Und Videos natürlich auch. Ja, Videos. Also, könnt uns immer ansprechen. Das war's auf jeden Fall von meinem Vlog, Freunde. Dankeschön. Das war's auf jeden Fall von dem Vlog. Ich fahr wieder nach Hause. So sieht auch nicht jeder Tag aus. Ja, lasst ein Like auf das Video da, Freunde. Abonniert den Kanal kostenlos. War ein kurzes, knackiges Ding. So sieht ja auch nicht jeder Tag bei mir aus. Also wir waren im Kino. Wir wollten eigentlich noch ins Café, aber es ist jetzt schon fast 23 Uhr unter der Woche. Und bis wir da sind, ist dann 0 Uhr. Und ja, haben wir keinen Nerv für. Also am Wochenende vielleicht, aber so unter der Woche, da ist auch nichts mehr los. Deswegen brettern wir jetzt nach Hause. Ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Wird, glaube ich, ein bisschen lost sein. Kurz und knackig. Ja, nice.